Hallo bei den Spielzeugtestern. Wir sind heute mal auf einem Obsthof. Und zwar habe ich einen Bericht gesehen über ein, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie heißt das Ding? Früchtetankstelle. Über eine Früchtetankstelle, danke, gut, dass ich dich habe. Über eine Früchtetankstelle. Und zwar ist das ein Automat und da wirft man Geld rein und dann kann man sich Erdbeeren ziehen oder Kirschen oder Apfelsaft. Und wir waren jetzt gerade schon an einer und sind zufällig noch an einer vorbeigefahren und wollten hier jetzt Erdbeeren holen, aber die kann man nur im Hofladen holen. Aber ich finde, es war ja gerade der Witz dieser Früchtetankstelle, euch das mal zu zeigen. Und das können wir hier jetzt nur anhand von Kirschen machen. Das heißt, wir holen jetzt Kirschen aus der Früchtetankstelle und dann fahren wir nochmal wieder zurück zu dem, wo wir eben waren, wo es mega leckeren Apfelsaft gibt. Der ist, also Hanna, ist er zu süß. Ich weiß nicht, wie jemandem was zu süß sein kann. Vor allem Hanna. Der ist zuckersüß, zuckersüß. Ich fange schon an zu sabbern und zu spucken. Zuckersüßer Apfelsaft, der ist so mega lecker gewesen. Und es gibt sogar zu den Erdbeeren teilweise Gummibärchen. Das hast du gar nicht gesehen eben, ne? Nee. Ich hab sie dir doch eingereicht. Ach so, bei was waren die Gummibärchen? Beim Apfelsaft? Oder? Ich habe mir Apfel-Himbeersaft geholt, 2 Flaschen. Und da waren Gummibärchen bei. Und für Oma haben wir Gala. Nee Elster. Elster geholt. Die hat nämlich immer Elster-Äpfel. Und da war auch ein Gummibärchen. So, und da seht ihr jetzt schon die Früchtetankstelle. Und da gehen wir jetzt mal hin. Ach guck, sie haben auch Elster. Da gibt auf jeden Fall ganz viele Apfelsorten und Birnen auch. Mhm. Wollen wir 48 die Erdbeeren oder 40? Ach, nee, die Kirschen, Schnucki. Welche möchtest du? Hm. Wollen wir lieber die? Die sind schwarz. Aber die dunklen sind doch gerade die guten, Schnucki. Es sind ja keine Erdbeeren. Ja. Süßkirschen, welche wollen wir nehmen? Ich bin für die 48 sind. Nee, ich glaube, ich bin für die 40. So, das heißt, du guckst jetzt. Bitte wählen Sie Ihr Produkt auf, werfen Sie das Geld ein und tippen Sie die Nummer. Also 3,50 Euro. Schmeiß mal rein. Und dann die 40 eintippen. 4,0. Türchen öffnen. Oh. Und dann hat man 10 Sekunden Zeit ungefähr, sich die Kirschen rauszunehmen. Oh, sie sehen köstlich aus. Oh ja, du kriegst doch Geld wieder. Stimmt. Und die sind auch gekühlt. Diese Automaten sind gekühlt, nee, wie kleine Kühlschränke. Nee. Du willst einen Apfel haben? Oh mein Gott, das ist ein Riesenapfel. Das ist der bestimmt von Schneewittchen, Anna. Willst du? Ja, hol ihn dir. Die 50 ist das dann. Steck ein. Dann haben wir genau. Und dann 5,0. So, schnell hin. OMG. Zeig ihn mal. Der ist echt riesig. Na komm. So, Hanna sitzt da schon startklar wieder mit iPad und mümmelt ihren Apfel. Und wie ist er? Ich entnehme dem ein köstlich. Seid ihr auch mal so abgelenkt, wenn ihr rumdaddelt? Na, dann hat man keine Zeit zu antworten. So sieht das Ganze von Weitem aus. Jetzt sind wir nochmal wieder zurückgefahren, weil, wie gesagt, der Apfelsaft so unendlich lecker war. Wo hatten wir den Apfelsaft rausgezogen? Hier drüben. Wir können auch Sterne rausholen. Da ist er auch. So, und jetzt holen wir einmal Erdbeeren. Und zwar, hier steht leckere. Hier steht leckere, da steht nicht leckere. Ich bin für die hier oben, glaube ich. Da steht auch leckere. Ich muss mal eben den. Warte, ich habe eine Idee. Oder die hier unten, wo Hanna rankommt. Ja. Nee, die. Die finde ich. Warum die findest du die? Weil die. Guck mal, da ist sogar eine Tüte dabei. Überall. Überall. Nee, die, weil die am schönsten dann aussehen. Dann muss Mama dir Geld geben. Ich habe dir Geld. Nee, 6, dann musst du das machen, weil ich muss ja die Kamera halten irgendwie. 2 mal 6. Nee, einmal. Weil du kriegst 2 Schalen für 6,50, verstehst du? Okay. Wer soll denn das alles essen, die ganzen Erdbeeren? Ich hatte bloß gehofft, es gibt schon Blaubeeren vielleicht hier irgendwo, nee. Aber anscheinend. Und so, Mama? Hast du die Nummer gemerkt? So, merken. Da kommst du nicht so gut dran, das mache ich mal. 34. Nee! 43, nein! Schnucki! Ah,
OMG! Und er hat einen Finger gezogen. Was war das noch? Upsi, ja, jetzt haben wir 5 Liter Apfelsaft. Hase, nimm das Geld mal raus. Und diesmal, guck mal hier, 3,4 bitte. 3,4, 6,50 Euro. So, und jetzt noch mal reinstecken. Okay. Und dann diesmal nicht so hektisch. 3. Was ist jetzt? Weiß ich nicht. Oh. Oh, guck mal, sie hat sogar genau passend. Dann gib ihr mal den Euro wieder. 50. So, und jetzt guckt noch mal auf die Zahl. 4. Okay. Das ist ja aufregend hier. Jetzt kann der Mensch wieder nachfüllen. Einmal Tür zu. Muss man das mit Schmackes machen? Ja. Guck mal, jetzt kannst du die sogar in die Tüte tun. Und wieder Gummibärchen. Mama, das war echt gut. Zeig mal die Tüte, da ist ein Wurm drauf. Das. Schnuggi. Zeig mal bitte. Guck mal, kann man auch sehen, wo wir hier sind. Und zwar beim Obsthof Dirks im Alten Land. Ja. So, und jetzt pack mal deine Dinger da ein. Willst du noch eine Flasche haben? Ich habe da jetzt 5 Liter Apfelsaft. Ich glaube, ich brauche nicht noch mehr. Okay. Hältst du mal die Tüte für sie? Schwierig alles mit Kamera und... Warte. Und das. Ja, die Frage ist, ob das der gleiche Apfelsaft ist wie der da drüben. Altstädter Apfelsaft. Warte. Das wäre mega schön. Das ist aber eine Tüte. Nee. Ja, das Altstädter ist ja Apfelsaft, das ist das gleiche. Ja gut, dann passt das doch. Ja. Das hatte echt. Hat Hanna mir hier unbewusst jetzt 5 Liter noch gezogen. Ich hab gedacht, ich hab's richtig eingesehen. Und ich stehe hier genau am Abhang. Aber wir haben eine Handbremse. Jetzt muss ich bloß den Autoschlüssel wiederfinden. Also die Dame hinter uns, die gerade dran war, die sagte, das sind die weltbesten Erdbeeren. Davon werden wir uns dann jetzt hier überzeugen oder zu Hause? Hier überzeugen. Oh. Was? Nee. Schmeckt der dir nicht? Für mich kann das immer alles nicht süß genug sein. Oh, hier ist eine Erdbeere. Anna, du die ist auch schweinekalt. Okay. Kalt, aber lecker. So, wir sind jetzt beim Sperrwerk in Kranz. Das gehört zu Harburg. Und eigentlich wollten wir nach Hause fahren, sind noch ein bisschen durchs alte Land gejuckelt. Um noch zu gucken, ob wir Obst noch weiterkriegen. Ja, ob wir noch Obst weiterkriegen. Und dann sind wir hier so am Wasser lang. Ich habe gesagt, oh, ich könnte jetzt so ein Fischbrötchen. Zack, in dem Moment kam da Backfischbrötchen. So ein kleiner Grill. Und jetzt haben wir da hinten geparkt. Und laufen einmal, ich drehe euch mal um, über die Klappbrücke zum Fischbrötchen. Freust du dich aufs Fischbrötchen, Nana? Ja, aber das wäre blöd, wenn die genau jetzt hochklappt. Dann hätten wir, glaube ich, alle ein Problem, ne? Ja, der musst du rennen, dass du hochkommst. So, von hinten. Und hier ist die Elbe. Da läufst du gerade drüber. Das Teil klappt sich normalerweise hoch. Und so sieht das Ganze dann aus. Ich finde sowas ja immer ganz faszinierend am Hafen mit den ganzen großen Kränen und Schleusen. Oh ja, hier ist eine Schleuse. Ich hoffe, euch wird nicht schwindelig von meiner Kameraführung. Und da, rechts an Papa vorbei, gibt es gleich Fischbrötchen. Nom, nom, nom. Es ist echt warm, ich schwitze wie so ein Lurch. Und ich habe mir jetzt ein Backfischbrötchen bestellt. Ich wollte eigentlich eins mit einer Fischfrikadelle drauf, aber das haben die nicht. Hanna hat Pommes und du hattest Currywurst? Ich habe eine Bratwurst. Eine Bratwurst, ja. Bin gespannt, wie es schmeckt. Wird bestimmt eine schöne Sauerei gleich geben beim Autofahren. Hinten ist Ketchup von Hanna und bei mir hängt bestimmt noch hier auf meinem Shirt überall Remoulade. Mama. Aber Hauptsache schmeckt, ne? So, wir warten noch auf unser Essen, aber die wichtigste Person hat ihr es schon. Und da hinten ist übrigens Airbus. Da sind die Airbus-Werke. Ja, jeder immer eins. Boah, meine Hose ist richtig heiß. Hm? Ist heiß, oder? Pommes ist heiß, Rest ist auch heiß. Aber Spreit ist kalt. Guten Appetit, Schnucki. Danke. So sieht jetzt mein Backfischbrötchen aus. Und Hanna wollte unbedingt diesen Zipfel da abbeißen. Moment.
So, beiß den Zipfel ab. Und wie schmeckt's? Das heißt, wir lassen es uns jetzt im Auto schmecken. Und das schmeckt köstlich. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Ah, du ziehst mir gerade so Fisch aus dem Brötchen. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr 2 weitere Videos anschauen.